Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodon zu einem neuen Part. Pokémon Gelb mit dem Zwergenfürst. Ich bin hier in der nächsten Stadt. Prismania City, wenn mich nicht alles irrt. So war, glaube ich, der Name. Joa, ich würde mal sagen, heute schauen wir uns hier mal zuallererst ein bisschen um und gucken mal, was es hier so zu erkunden gibt. Ich glaube, die haben wir schon angeredet hier. Und gucken wir hier ins erste Haus. Das ist Prismania Villa. Okay, schauen wir mal in eine Villa rein. Alles klar, okay, jemand zu Hause? Ja, da ist jemand zu Hause, das muss der Hausherr sein. Und die Hausfrau. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mozi bringt sogar Geld mit nach Hause. Oh, dein Pikachu ist ein wahres Prachtexemplar. Dein Pikachu scheint dich zu mögen. Was bist denn du nur? Du siehst ein bisschen alt aus, also, eine alte Frau oder ein alter Mann? Sieht eher nach einer alten Frau aus, würde ich sagen, oder? Mautzi! Mautzi, ich muss unbedingt einen Mautzi fangen. Sagt mir mal einer, wo ich einen Mautzi finde. Ist doch mein Maskottchen. Das brauche ich so unbedingt. Pipi! Pipi haben sie auch. Ist hier ein Pokémon-Fanclub oder was? Bedräng dich in die Ecke. Nicht ran! So, dann schauen wir uns mal um. Was ist hier in der Villa? Alles so zu sehen gibt. So, zweite Etage scheint das zu sein. Eine Art Serverraum. Oder ähnliches. Und weiter hinauf. Okay. Hier arbeiten welche an Computern. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gern. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Welche Geschichte? Die Pokémon-Geschichte hier? Ich bin der Grafiker. Ich habe dieses alles gezeichnet. Ah, das ist also Game Freak hier. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen, gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Dann bekommst du ein kleines Dankeschön dafür. Ich bin der Programmierer. Ah, Miyamoto, also. Ist Pokémon von Miyamoto? Bin mir nicht sicher. Oh, da sind wir auf dem Dach oder was? Ja, das sieht aus wie das Dach. Hm, aber wie kommen wir da rüber? Kommen wir auf die andere Seite des Daches. Schön, schön. Haben wir hier Game Freak getroffen, die Programmierer des Spiels. Ach ja, stimmt ja, hinter Häusern können wir nicht vorbei, auch wenn sie etwas dünner sind. So. Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. Okay, okay, hier haben wir einen Markt. Der scheint ein bisschen größer, der Markt. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Eine Übersicht über was? Erdgeschoss Kundeninformation. S1 Utensilien für Trainer. S2 Videospiele. Hui! S3 Geschenkartikel. S4 Drogerie. Dachgarten Automaten. Na denn. Erdgeschoss Kundeninformation. Viele Monate später. Aufs Dach. Dachgeschoss. Hier können wir uns hinplatzieren und die Aussicht genießen. Ja, nicht runterspringen. Ich will nicht mehr leben. Springe. Ich springe. Mist, eine Kindersicherung. Mein Orkenländer genannt. Ich bin durstig. Ein Königreich für ein Getränk. Ich habe leider keins.
hätte gern eins. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin, aber sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. So, dann gibt's mir ein Getränk. Ein Automat, zur Auswahl stehen. Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Das war ja ein ulkiges Geräusch. Um das einem dieser Torwächter zu geben, die brauchen nämlich was zu trinken. Die sagen nämlich immer, könnt ihr euch dran erinnern, die sagen immer, wir lassen dich erst durch, wenn du uns was zu trinken gibst. Ich bin so durstig. Oder so ähnlich. Okay, so, haben wir auch den Markt mal erkundet. So, was gibt's hier noch Hübsches? Eine Arena gibt's hier. Da müssen wir auch mal ran. Ich guck mal hier noch ein bisschen rum. Vielleicht finde ich noch was Tolles, was Interessantes. Jetzt hier bestimmt noch eine Spielhalle. Davon habe ich gehört. Rocket-Spielhalle, ein Spielplatz für Erwachsene. Na, da muss ich hin, als 10-jähriger Junge. Tausche Münzen gegen Preise. Wechselstube. Okay. Im Casino, wo denn auch sonst? Ich hätte gerne ein Porygon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Okay. Ich hatte heute eine Glücksträhne. Okay, hast viel Geld verdient. Du benötigst einen Münzkorb. Sagt die mir das auch? Du benötigst einen Münzkorb. Gut, dann gib mir einen Münzkorb. Dann erstmal hier rein. Da wartet bestimmt Team Rocket auf uns. Okay, erstmal ein paar Spieler hier. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja, Glücksspiel kann süchtig machen. Kleiner aber erst ab 18. Du benötigst einen Münzkorb. Okay, dann holen wir uns einen Münzkorb. Wo auch immer der steckt. Du hast Wichtigeres zu tun. Champions in Spee. Die Arena-Leiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Wen haben wir hier? Herrlich, das macht Spaß. Aha, da sehen wir schon einen Rocket-Rüpel. Möchtest du auch spielen, Junge? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Ja, dann sag mir doch mal, wo ich einen Münzkorb herkriege. Willkommen! In dem Gebäude nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Vorausgesetzt, ich habe einen Münzkorb. Ja, ich weiß. Und den ich nicht besitze. Und du hier? Tachchen, was gibt's denn da zu sehen? Gibt's da irgendwas Interessantes? Verschwinde von dem Poster! Oder ich muss gegen dich kämpfen. Naja, ich wollte gerade abhauen, aber in Ordnung. Team Rocket setzt radikal ein. Ich setze einen Schillock ein. Dürfte klappen. Wie wär's denn zum Beispiel mit Aquaknarre? Aquaknarre, zack. Es bringt zumindest ein bisschen was. Blubstrahl vielleicht. Könnte man auch noch ausprobieren. Na, Blutstrahl. Und zack. Das scheint etwas mehr zu bringen als Aquaknarre. Dann setzen wir es doch am liebsten gleich ein. Hoch zu Kieb. Das ist nicht gut. Blutstrahl. Das ist gut. Ich muss mal ein Item holen. Wie wär's denn mit einem Sonnenbonbon? Ja, auch eine gute Sache, aber such eher nach Tafelwasser nicht. Haben wir denn gar keine Heil-Items mehr? Tränke. Irgendwas, womit ich meinen Pokémon heilen könnte. Wohl eher nicht. Und dann müssen wir wohl so auskommen. Guten Schlag. Und setzen natürlich Deckel ein. Sinnvoll. Naja, es hat was gebracht. Er wurde besiegt, radikal. Ich muss mir neue Tränke besorgen. Sehr offensichtlich muss ich das. Ein Zubat.
Und auch das ist wieder typisch Team Rocket. Ich setze Blubstrahl ein. Vielleicht bringt es noch was. Vielleicht kann ich ein bisschen noch was mit Chillok erledigen. Aber auch nur ein kleines bisschen was. Los, Pikachu! Ich würde mal sagen, Donnerblitz! Haben wir es? Jo, wir haben's. Zwei Pokémon besiegt. Trainer besiegt. Zwergi besiegt Team Rocket. Was, das ganze Team? Nein, wahrscheinlich nur den Rüpel hier. Ist immer falsch geschrieben. Zwergi gewinnt 600 Pokédollar und sieht siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket Rüpel Nummer 1 hier im Casino hervor. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Welches Versteck denn? Das ist so völlig unoffensichtlich versteckt. Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Oha. Was für eine Überraschung. Der Schalter hat eine Tür geöffnet. Na mal gucken. Wo sind wir denn hier? Im Team Rocket Hauptquartier. Was? Das hätte ich ja nicht gedacht. Im Rocket Casino versteckt. Hinter Rocket Casino. Was für eine Überraschung. Ich dachte im Supermarkt. Im Rocket Casino, das hätte ich ja nie gedacht. Ich dachte, das heißt einfach nur so Rocket Casino. Seltsam. Na denn, wollen wir mal. Uff. Hätten wir vielleicht gleich hier. So, ach so, da kamen wir her. Macht Sinn. Dann wohl die Treppe runter. So geht's natürlich auch. Oha, ihm nicht in den Blick, ins Blickfeld geraten. Oha, ein solches Rätsel. Na denn, lösen wir es doch mal. Okay, das geht ziemlich langsam. Das habe ich schneller aus Pokémon Heartgold und Soul Silver in Erinnerung. Okidoki. Müssen wir ein bisschen das Tune anstrengen hierfür. Mondstein gefunden. Okay. Da. Du kannst keine weiteren Items tragen. Okay. TM07. Okay, ja, das war praktisch, dass wir das uns geholt haben. Nein, das war ein Fehler. Weiter geht's an deinem Boot entlang. Ja, ich sehe selbst. So, vielleicht können wir so lang. Vielleicht sitzt ja hier im Weg. Ach nein, nur ein Item. Zehn Knöten Nuggets. Oh, können wir teuer verkaufen. Okidoki. Nicht okidoki. Dann sollen wir hier. Vielleicht ist es auch praktisch. Vielleicht können wir von der Seite mal losstarten. Jetzt sollen wir hier unten lang. Ja, sieht auch gut aus. So hier, ja, das sieht auch gut aus. Da hätten wir wieder hochgekommen. Da wären wir wieder hochgekommen. So, und hier. Da sind wir wieder hier. Das ist gut, das war der richtige Weg. Oder auch nicht. Hier sind wir woanders. Sackgasse! So ein Mist. Hier braucht man einen Schlüssel. Okidoki. Man braucht also nur einen Schlüssel, keine Sackgasse. Und hier kann ich lang, oder? Jo, da sind wir hier wieder bei dem Typen angekommen. So, einfach noch eine Treppe nach unten. Und da haben wir ein paar Items gefunden. Ah, hier wieder so ein Labyrinth. Sollen wir das nehmen? Nur wegen den Items? Vielleicht kommen wir auch so voran, ohne Items. Ist vielleicht ganz praktisch. Oha.
Und da kommt er direkt. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Woher? Hat der von oben gesagt, dass ich komme. Den habe ich ja schon besiegt, den einen. Ja, das ist praktisch. Wenn man sowas wie Telefon hat. Oder Walkie-Talkies. Ich kenne noch Walkie-Talkies. Habe ich immer in meiner Kindheit benutzt. Das war ein schönes Spielzeug. Mayday, Mayday, wir sind hier drüben. Der 10-jährige Junge kommt runter zu euch. Dann lasst den mal nicht gewähren. Besiegt ihn. Na gut, das könnte denen schwerfallen, mit ihren Pokémon mich zu besiegen. Ich sag nur schwer, also unmöglich ist es nicht, das haben wir schon gesehen. Unmöglich, meine Pokémon zu besiegen ist absolut nicht, aber es ist zumindest schwer. Also Team Skull dürfte es. Quatsch, Team Skull. Team Skull ist Pokémon Sonne und Mond. Das ist hier noch weit entfernt, mein Lieber. Das ist hier Team Rocket. Macholo. Ich setze mal Glut ein. Weiß nicht, ob es was bringt. Scheinbar bringt es ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen. So, Lutexo hat das Nötigste getan. Hat viel geleistet. Georock, du darfst einmal einsetzen. Du hast schon starke Attacken, wie zum Beispiel Mega Hieb. Das könnte unter Umständen was bringen. Jo, nicht nur unter Umständen. Volltreffer. Was, das war ein Volltreffer. Wie jämmerlich. Steinwurf. Attacke geht's daneben. Okay, ich kann mir denken, wieso. Weil es halt nicht effektiv ist. Einmal Schaufler hier ist zwar jetzt gar nicht mehr nötig, bei diesen 2 KP, die der noch hat, der Machono. Aber was soll es, sieht lustig aus. Da können wir es mal testen. Level 26, naja, Schaufler testen. Bah. Ich rede mich hier auch heute um Hals und Kragen. Was verloren? Zwergi gewinnt einiges an Geld und geht siegreich aus einem Kampf hervor. Ein Item. Der hat also ein Item beschützt. Ich kann keine weiteren Items tragen. Okay. Das ist ja ziemlich nervig hier. Wo geht's vielleicht? TM10. Ja, diese TMs sind ganz schön praktisch. Sollte sie vielleicht mal irgendwann mal einsetzen und den Pokémon geben. Machen wir bestimmt mal. Wenn mal Ruhe ist. Wenn wir hier aus dem Gebäude raus sind. Vielleicht. So, dann stürzen wir uns hier ins Rätsel. Ja, das war doof. Ich habe es selbst gesehen. So, Item. Sonderbonbon. Okay, die können wir mal einsetzen. Da liegen sie nicht schwer in der Tasche. Uns dem Schlock gegeben. Der ist jetzt Level 20. Ist ganz praktisch. So. Okay. Was sollen wir tun? Das ist doch spitzenmäßig. Oh, er hat uns nicht herausgefordert. Das ist gut. Können wir hier weiter. Wieder runter. Was haben wir hier? Okay. Nur ein Team Rocket-Mitglied, was ein Item bewacht. Und hier wieder. Na, hier kein. Hier nur ein Item. KP Plus. Okay, da passt das auch. So, hier müssen wir scheinbar wirklich durch. Okay. Hier finden wir nur ein TM. Ist hier das Ende? Weg hier. Nach dem Weg hier am besten. Ja. Rocket möchte kämpfen. Vielleicht gibt er uns nach dem Kampf einige Auskunft. Und vielleicht müssen wir hier einfach nur durchwaschen und ein bisschen was an Items mitnehmen. Nicht so ganz sinnvoll hier. Waren einige TMs drin. Blubber.
Tränke müssen wir uns kaufen, sobald wir hier raus sind. Tränke müssen wir sofort kaufen. Zack, so. Wozu haben wir eigentlich die ganzen Rätsel gemacht, wenn wir hier eh nur Items brauchen? Das wäre für mich die Frage. Vielleicht löst sich aber hinter ihm auch noch irgendein Schalter, der uns dann weiter hinunterführt. So, Zubat. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegt sogar Georg noch hin. Mit Mega-Hieb vielleicht sogar. Blutsauger. Naja, Blut gibt es da bei einem Georg relativ wenig. Mega-Hieb. Naja, die Pokémon sind hier so schwach von Team Rockets. Team Rocket, oh nein! Zwei gewinnt 630 Pokédonner und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Zwei findet Liftöffner. Ah, macht Sinn. So, müssen wir mal wieder hoch. Und da war doch dieses Räumchen, wo wir drin waren, was wie eine Sackgasse aussah. Da müssen wir ran. Okay, ich habe schon so einen Plan. Hui, der hatte den Liftöffner. Dann nehmen wir vielleicht das hier. Das ist vielleicht ganz praktisch. Müssen wir nicht gegen wen kämpfen. So, dann sind wir hier schon gleich durch. Dann hier wieder hoch. Oder war das hier? Das könnte sein. Ja, gegen den haben wir schon gekämpft. Es könnte glatt sein, dass... Nein, hier war der nicht. Der Lüft. Der Lüft bringt uns dann gegebenenfalls weiter. Okay, wo war der Lüft? Da war der Lüft. Hier einmal lang, da müssen wir durchs Rätsel wieder durch. Na gut. Eigentlich kennen wir es ja, das Rätsel. Müsste es uns so fremd nicht mehr sein. So, dann schaffen wir es vielleicht diesmal auch mit etwas mehr Bravour. So. Jetzt keine Scheiße machen, Zwergi. So, hier. Keine Kacke bauen. So, wenn ich da drauf gehe, dann versuche ich mal. So war es, glaube ich, oder? Dann hier. Und hier vielleicht. Ja, das macht Sinn. Und dann da unten und so. Sieht gut aus. Und dann hier lang. Und weiter, da sieht's gut nach Lift aus. Fahrstuhlkarte haben wir jetzt. Lift. So, den müssen wir hier wohl reinstecken. Oha, UG1, UG2, UG4. Ich versuche mal erstmal UG. Ja. Da werde ich gleich durchgeschüttelt. Oha, keinen Schritt weiter. Jesse und James, die schon wieder. Du hast uns am Mondberg ganz schön gedemütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Na denn. Zu kämpfen. Kehr mit euren drei Pokémon. Mein Pokémon-Team ist auch schon etwas angeschlagen, aber ich glaube, für euch reicht's noch. Für euch Pappnasen reicht's noch. Einmal Schaufler hier. Und dann haben wir es auch. Na, ich denke, dann haben wir es nicht. Das reicht vielleicht nicht ganz, um einen Smogon zu besiegen, aber... Okay, es reicht. Das wundert mich sehr. Das ist heftig. Mauzi, ich klaue es euch. Lasst das Mauzi frei. Es gehört zu mir. Komm zu Papi Mauzi. Komm zu deinem Papi-Maskottchen Lea. Ich will ein Mauzi, ich will ein Mauzi. Ich weiß, das ist nicht so hübsch wie ein Pikachu, aber ich will ein Mauzi. Mauzi, Mauzi, Mauzi. So, Rocco schafft die alle. Rettern. Ich mach mal Schaufler. Kann ich mich unter der Erde noch ein bisschen entspannen. Für eine Runde lang. Ach ja, Silberblick hätte es auch nicht geschadet. So, so ein lappenhaftes Team. Und Jesse und James halt.
Zu ihm siegt Rocket. So ein Hohlkopf. Was? Ich? Ein Hohlkopf? Ja, wohl eher ihr. Ein Hohlkopf. Schnell wie das Licht. Okay, verpuffen einfach. Oha, wen haben wir denn hier? Das sieht mir sehr nach dem Endgegner aus. Naja, Endgegner ist eher Mario-like, aber kannst keine weiteren Items tragen. Das nervt hier in diesem Spiel so bestialisch. Zurückwerfen. Lüftöffner wäre wahrscheinlich zu wichtig. Den brauche ich noch. Bootsticket ist zu wichtig. So, hier haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, Giovanni. Wenn es euch nicht stört, würde ich diesen Part an dieser Stelle beenden. Ja, ich weiß, euch stört, aber ich beende diesen Part trotzdem an dieser Stelle. Im nächsten Part geht es weiter mit ihm hier, mit dem lieben Herrn Giovanni. Und ja, dann schauen wir mal, wo es weitergeht im Spiel. Dann würde ich mal sagen, habt noch einen angenehmen, fossilen Tag. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, damit ihr ja nichts weiteres verpasst. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Haut drinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Adios.